Willkommen zurück zu Child of Light. Ja, wir sind immer noch auf der Suche nach dem Wasser, was die Menschen von ihrem Krähenflug befreit. Das hier ist der Großvater von Finn vor uns. Oh, wir können so relativ hoch fliegen in dieser Höhle. Oh, ein weiterer Brief. Oder ein Bekenntnis. Ein Bekenntnisschreiben. Nummer 3. Also sind sie nicht nach der Reihenfolge. Also ist gar nicht mal klar, wie viele wir verpasst haben. Bestimmt trotzdem ein paar, aber nicht so viel, wie wir dachten. Ideen gelten als gefährlicher Tand. Wie kriechendes Unkraut gehen sie ans Werk, wuchern unter Blumen ganz unbemerkt, entheben uralte Schädel dem Sand, entwurzelt mit unserer Ordnung Bestand. Stürmischer Reben sprengen Stein und Berg, opfern alles grün, ob saftig, ob karg, und verwandeln Beete in wildes Land. Wo sind jene, die den Garten ernähren, die Natur erst das Leben gewähren und sich von weit her in den Garten wagen? Die Bienen fliegen von Blatt zu Blatt. Ihr spitzer Stachel setzt Feinde schachmatt. Doch selbst Unkraut lassen sie Früchte tragen. Na, Skyven Boy? Ich guck mal unten, was da ist, ne? Dann komme ich zu dir. Ich sehe noch eine schöne Truhe. Glühwurm-Elixier. Oh, und da ist noch ein Item. Heiltoniken. Heiltonika. Alter, das, was hier vorne im Vordergrund schwimmt. Ich habe mich kurz vor erschreckt, was das sein soll, aber ist gar nichts Schlimmes. So, jetzt kommt der Skavenmann. Lieber von hinten, mein Freund. Huiuiui, das ist eine interessante Gruppe. Mit verschiedenen Elementen. Du kümmerst dich bitte mal um die Spinne. Ja, um die Spinne, richtig. Nee, alles richtig. Ne, das ist die falsche Zauber, ich muss die Blitzzauber nutzen, so. Gut. Du machst den Rattenmann. Der hat AOE. Dieses Mal erst ihn töten, alles klar. Alter, der den. Den Spinnenbeutel schon gewonnen hättet. Nicht schlecht. Verlangsamt. So ein Shift. Kommt sie niemals jetzt an sich ran. Ist schon okay. Du bist schon mal weg. Doch, sie hat es trotzdem geschafft. Nice. Na, verfehlt ihn aber leider. Na. Ja, sammel mal deine Kräfte. Das bringt dir gar nichts. Ich will meine Feuerzauber kurz sehen. Werde ich nicht so oft benutzen, hoffe ich, aber naja. Egal. Ein starkes Heiltonikum, okay. Es gibt auch wieder bessere Tränke in dem Spiel. Alles klar. Irgendwas, ja, rumpelt hier. Es hat leicht gebebt. Auch im Controller. Nächster Boss. Würde ich jetzt noch befürchten. Das ist was wir brauchen. Nächster Boss. Oh ja. Aber. Wow. Oh, es geht direkt los. Deswegen brauchen wir den Magier. Drei Elemente. Okay. Sie hat Feuer. Das heißt, sie greift den Erdnen an. Er hat Wasser und Blitz. Wir machen aber erstmal den Feuertypen platt. Also Wasser. Schön.
weiter hieben. Scheiß unterbrochen. Ja, ich muss vorsichtiger sein. Bei drei Gegnern ist es anders. Eine andere Dynamik. Eigentlich wäre ich jetzt klüger, die Wasserschlange anzugreifen, weil wir sie abbrechen können. Machen wir auch. Und du greifst weiter die Erdschlange an. Schön ausgewichen, Madame. So, du unterbrichst als nächstes die Feuerschlange, weil die kommt gleich dran. Ah, super. Er hat sie angegriffen, das war ein Fehler von ihm. Du wächst zwar kurz aus, weil so gut geht's dir gerade nicht mehr. Was? So, bitte mal einen Schutz für alle. Nein! Beide unterbrochen, das war schlecht von mir jetzt. Ich hätte ihn bremsen müssen. Da habe ich geschlafen. Dammit. Nochmal bitte, was ich gesagt habe. Die mittlere Schlange ist fast down, ne? Ich konzentriere meinen Angriff auf die. Schön. Du haltest mal bitte eben den älteren Mann, den Finn, der braucht das. Und du fokussierst dich weiter auf den Erdentypen, weil der da meist Schaden genommen. Ah, kein Mana mehr. Oh. Warte mal, ich kann schnell Mana saugen. Ein bisschen wenigstens. Vielleicht reicht das ja. Das reicht um einen Punkt nicht. Hm. Dann hast du deine besten Arbeiten schon gemacht, mein Freund. Hau schon bitte aus. Mit Aurora. Das war die erste Schlange, okay. Ich frage mich ja, ob die Charaktere, wenn sie nicht aktiv sind, sich regenerieren. Zumindest das Mana wäre super. Heilen dich selber. Bitte. So, du musst jetzt ein Sternenlicht auf die vordere Schlange. Du unterbrichst jetzt den vorderen, auch wenn du Feuerangriffe machst, ist egal. Ah ne, du hast Wasserangriffe drin. Ach stimmt, du bist stark gegen den momentan. Zufällig die richtige Entscheidung getroffen, würde ich mal sagen. So, hat der Mana regeneriert in der Zeit? Hat er nicht. Okay. Also müsste ich natürlich schon einen Mana-Trank trinken. Ist okay, machen wir. Ich sollte nicht immer so übermäßig sparsam sein mit meinen Items. Das ist immer so doof, das mache ich so oft und dann nutze ich die gar nicht. Zaubertrank für dich. Ist unterbrochen, ja. Konnte man nicht viel machen, ehrlich gesagt. So, du heilst. Du zauberst jetzt wieder. Du hast wieder Mana. Wir wollen die Feuerschlange loswerden, also holen wir dann Monsun raus. Schön, das macht so viel Schaden. Also er ist definitiv der Boy für den Kampf hier. Ne? Das ist jetzt genau sein Themengebiet hier. Die hat auch Wasser, was super ist. Super, ist ja schon da. Den hat Blitzzauber.
Ey, viel Schaden machen wir jetzt eh nicht mehr, egal wie ich benutze. Weil Wasser wird nicht viel bringen. Feuer aber auch nicht. Aber Lichtzauber. Ja, okay, stimmt. Nee, nee, stimmt. Lichtzauber in der Option. Kann ich ihn noch überrumpeln? Ich versuch's mal. Ja, nee, noch nicht. Ah, Mist. Ja, schade. So, dann tauscht du bitte aus. Oder wir können auch Lichtzauber zaubern mit Aurora. Gut, die Wunschspur wollen wir wieder. Ich sehe gerade, da hinten ist auch eine Wunschstube gewesen. Na egal, wir haben es geschafft. Sehr schön. Nice Boss, der war cool. Natürlich simpel auf den Magier ausgelegt, aber eine coole Art und Weise, mit den Elementen ein bisschen zu arbeiten. Ne? Alle Level Up. Cool. Kommt ans Wasser, los geschwind. Der Vögel nur wieder Kapili sind. Vorträgt der Fluch, der Wind. Welch wundersames Becken. Es zeigt, was euer Herz ersehnt. Vielleicht zeigt es mir Sonne und Mond. Ein Blick, der sich auf jeden Fall lohnt. Kommt, es ist heiliger Samstag, euer Gnaden. Das Volk erwartet euren Vortrag, euer Gnaden. Meine Aurora, mein Herz, gebrochen. Euer Gnaden, hol mir einen Arzt, euer Gnaden. Das war der Vater. Vater, sahst du Sonne und Mond? Rasch, ruf erneut deinen Zauber wach. Der Weg nur einmal. Ach, wie fühle ich mich schwach. Manche Krähen waren auch einfach Krähen anscheinend. Fünf. Großvater, ich freue mich so sehr. Lass der, du feiger Bengel, komm sofort her. Prinzessin, Aurora für euch, Madame. Danke im Namen meines Volkes, Aurora. Wir hatten Angst, sie nie wiederzusehen. Der sanften Hügel von Lemuria, muss sie gerade sagen. Ich will glücklich sein, doch mein Herz ist zu Eis gefroren. Ich fürchte, mein Vater ist alle Hoffnung verloren. Der Dame Flöte, was sich wohl bewirkt. Los, spitzt die Ohren. Also sie nutzt sie von sich aus die Flöte, okay. Aurora, es ist aber ein Vogel singt. Welch liebliche Musik erklingt. Nichts hat sich geändert, nicht mal das Wetter. Aber irgendwie fühle ich mich jetzt schon besser. Ja, ich hatte überlegt, muss ich ganz ehrlich sagen, dass die alte Dame, die wir gesehen haben, die uns die Flöte gegeben hat und die ersten Hinweise, dass es vielleicht die Mutter war irgendwie, weil... Auch wenn sie da natürlich sehr verborgen war, aber sie hat halt ein langes blondes Haar und die Mutter in der ersten Szene im Intro, als sie uns erzählt wurde, hatte auch ein langes blondes Haar. Wäre nicht undenkbar. Die Flöte ist vielleicht deswegen ihr noch bekannt aus Kleinkindstagen und deswegen beruhigt sie da irgendwie oder geht es einfach nur um die Musik an sich? Keine Ahnung. Es freut mich sehr, mein Herr. Der ist schlimmer als jedes Unkraut.
aber zum Glück lebe ich noch, als ich mein Haus kam. Neben dem blühenden Apfelbaum im Wald hörte ich diesen Laut. Er kam aus dem Garten, ich ging hinaus. Sie riefen mich an, nur mit Mühe kam ich fort. Zaubern konnte ich nicht, stieß mir am dicken Zeh. Oh weh. Ja, das war versuchter Mord. Armer Mann, habt ihr kein Zuhause? Seid ihr vielleicht auf Hilfe aus? Kannst du mit dem Schwert umgehen? Bist du nicht so ein Hasenfuß wie mein Enkelsohn? Könnte am Ende eine Belohnung stehen. Den Baum kenne ich noch, der uns gerade gezeigt wurde. Das muss eine Art Zwischenboss sein, der da kommt. Ist interessant auf jeden Fall. Der Kind, der in den Brunnen stieg, den bösen Zauber hat besiegt. So sieht's wohl aus. Was ist das für eine komische Pseudo-Katze mit einem menschlichen Gesicht? Ich weh es ihr und Finn, als ob ich dich schon schnell lesen können. Ich weh es ihr und Finn sollt uns retten, aber echt. Mein Mann ist dummer als ein Specht. Der dunkle König hat uns verflucht. In ihren Garten schlichen wir bei Nacht. Nur nach Kräutern haben wir gesucht. Uns alle hat es so Vögel gemacht. Ist die Tür jetzt offen hier? Immer noch verschlossen. Okay, was in der Schule? Ich verhungere, fiss ja meinen Hut. Schmeckt dir ein Vogel denn gut? Ich kann nicht weg. Eine Schaufel habe ich nur, ist eine Appel. Wir halten ja nach Ausschau unter Birke und Pappe. Was ist mit der Schaufel da? Die leuchtet doch irgendwie, oder? Ja, die Schaufel leuchtet von sich aus. Ich kann aber nichts mit der machen. Ne. Vielleicht kriege ich die nachher von ihm, wenn ich irgendwie diesen was zu essen für ihn finde. Die Taverne. Nur Frauen in der Taverne am Saufen, naja. Wenn er fliegt hinab in Ebene und Tal, wüsst mein Cousin, doch wisset, er ist nicht ganz normal. Im alten Kloster herrschen Spuk und Hexerei, der kalte Jausen bekommen wir. Nur der Totengräber traut sich noch zur Brauerei. Aber ich würde kämpfen um das Bier. Okay, also so relevant seid ihr alle hier nicht. Ah, wir haben auf jeden Fall einen Subauftrag angenommen. Dass ich da nicht rein könnte. Verzeiht mir das Höchste von Hohen, habt ihr es gesehen? Nie davon gehört, aber apropos. Des Mondes Tempel Mauern auf Erins Klippen stehen. Okay, also jetzt könnte mir zumal erstmalig sinnvoll die Schnellreisefunktion gleich nutzen, nachdem ich es mal gelevelt habe. Ich wollte sterblich Level 2. Das weiß ich noch. Ich wollte hier Richtung der Heilung Level 2. Und du, bei dir weiß ich es noch nicht. Ich glaube, bei dir mache ich jetzt Richtung Monsun Level 2. Okay, so. Jetzt mal kurz Zeit checken. Ja, Zeit haben wir noch. Wir können diese Nebenquest noch angehen mit diesem besonderen Gegner, der da unter diesem Baum ruht. Das war näher am Altar als am Kloster. Also wir können am besten vom Altar aus reisen. Vielleicht hole ich noch die eine Truhe. Ich dachte, ach, was? Ich war so nah am Wolf dran. Okay. Das Gefühl hätte ich ehrlich gesagt gar nicht, aber in Ordnung. Nicht schlimm. Ach komm. Nicht schlimm, auch wenn das keine guten Gegner sind. Ein bisschen zeitaufwendig, aber hey, ein bisschen Erfahrung bringen sie trotzdem, sag ich mal.
Aber ich weiß noch eine Truhe, die ich damals gesehen habe, die ich nicht mehr aufgesucht habe. Tatsächlicherweise. Aber ich weiß nicht, ob ich noch so weit nochmal fliegen will, aber mal gucken. Die hier war es nicht. Oh! Ich habe die riesige Spinne da auch erst ganz spät gesehen. Ich habe mich für tot erschreckt. Oh, ich habe die Spinne noch nicht gesehen. Alter, war das grausig. Ich wollte auf den Text achten. Und dann kam die Spinne von unten plötzlich. Mein Gott, hat mich erschreckt. Die Spinnen sind irgendwie größer, oder? Als sie sonst. Alter, der kann die Tempo von allen erhöhen. Sind das die Gegner, die ihn angefallen haben? Wir sind nämlich ziemlich nah am Baum, das könnte sein. Alter, mich erschreckt. Mein Gott. Wir müssen trotzdem eigentlich alle feuerschwach sein. Oder auch nicht. Ach komm. Mach mal Defense, weil die greifen uns jetzt eh an. Wisst ihr, ich wusste es. Wie viel Schaden sie machen, trotz der Defense, weil sie kritisch schon Treffer gemacht haben. Ich muss mal eben heilen, das sind gar nicht mal so schwache Gegner. Das könnten die Gegner sein, die wir besiegen sollen. Nein, nicht verteidigen. Ah, ich wollte heilen. Egal, ist schon okay. Nicht gut. Die ist schon mal tot, das ist schon mal sehr gut. Ich muss dringend heilen, ja. Weil die Heilung wurde unterbrochen. Jetzt aber. Schaffen wir schon, kein Problem. Ich war nur ein bisschen überrascht von dem Kampf. Schön. Macht gute Erfahrung, nicht schlecht. Level 16. Level 17. Ach, das sind mehrere Eindringlinge. All diese großen Spinnen sind die Eindringlinge. Wir müssen mehrere von diesen Gegnergruppen besiegen. Das ist die Quest. Drei von diesen großen Spinnlingen. Okay, dann will ich die mal von hinten erwischen dieses Mal und nicht wieder von denen überrascht werden. Das war nicht so gut. Das ist besser. Kein Problem. Jetzt sind wir so mit zwei. Oh. Ah, ich habe mich schon wieder überraschen lassen, weil die so plötzlich mich zugerannt kommen. Mist. Unnötig. Unnötige kleine Fehlerchen. Tausch du bitte aus, du Magier.
kurz unterbrechen, so schön es geht. Ja, schaffe ich noch, sehr gut. Wenn ich treffe. Ja, schön. Das wäre auch geschafft, damit alle drei Gegner unterm Baum zerstört. Lebt noch? Wow. Respekt, ich dachte, wir down. Pass auf, die dunkle Kreatur gibt es noch mehr. Ne, das war der letzte. Da kommt doch der alte Mann. Nix wie raus aus dem vermaledeiten Dorf, sag ich dir. Geplündert hätten sie es ohne mir. Mein Herr, befreit ist euer Garten von jeglicher Kreatur. Höchste Zeit, überall wächst Maus, es ist zu kotzen. Mein armes Grünzeug, alles im Eimer. Über eure Belohnung könnten wahrlich nicht motzen. Tut mir leid, Aurora, er spricht verbittert. Kein Wunder, sein ganzer Garten ist verwittert. Aber kannst du ihn vielleicht in einen Rotkelch verwandeln? Das ist unsere Belohnung. Ein viel geschliffene Turmaline. Okay, das ist cool. Die könnte ich mal zu einem nächstbesten Ding aufwerten. So, jetzt gucke ich nochmal fix, ob ich diese eine Truhe noch schnell holen kann. Das ist immer noch dieser riesige Block im Hintergrund, ne? Seht ihr das? Sieht doch komisch aus. So, ich guck gerade, ob ich diesen Ort noch wieder finde. Das war eine der dunkleren Höhlen. Aber nicht die hier. Definitiv nicht die hier. Und die war auch ziemlich weit rechts, leider. Ich versuche jetzt nicht unnötig Kämpfe reinzurennen. Okay, das war also noch im nächsten Gebiet sogar. Krass. Aber wir können jetzt mittlerweile auch hochfliegen. Das ist kein Problem. Aber da war noch eine Höhle. Ist das ein anderer Wolf? Nee, ist einfach nur so hell aus, weil er hier im Hellen steht, ne? Da war noch eine andere Höhle und in der Höhle war noch ein Schatz, den habe ich damals gesehen und ich jetzt diesmal nicht mitgenommen. Den will ich noch eben schnell holen. Danach können wir wieder quick traveln, das ist kein Problem. Ja, ist doch weiter der ganze Dachse. Hier ist die Höhle, ich meinte. So, und hier vorne war noch ein Schatz, und zwar hier. Genau. Okay, das war ziemlich nutzlos in meinen Augen bisher, aber ich nehme es mit. So, wir reisen zurück. Das war die Quest. Schön. Fertigkeiten. Okay, Juli, erstmal. Wir können jetzt nämlich eigentlich diese geschliffen. Oh, das ist ein neues Ding vor allem, der Turmalin. Was macht denn der Turmalin, wenn ich ihn generell ausrüsten würde? Angriffe verursachen eine Chance von 10% der Lähmung. Ach, Schadenseffekte. Das ist cool. Das ist echt cool. Aber ich kann nicht anders, als jetzt gierig zu sein, diese neuen Dinger direkt aufzuwerten. In einen facettierten Turmalin. Und den gebe ich, glaube ich, ihr. Weil sie am meisten um mir physisch angreift. Das heißt, sie hat dann die höchste Chance, mit 50% Gegner 6 Sekunden lang zu leben. Das halte ich für gar nicht mal so verkehrt. Da kann ich auch wieder einige zusammensetzen, ne? Vielleicht einen ganz großen draus machen. Sehr gut. Ah, ja, aber er greift jetzt so oft an. Für ihn ist es am unwichtigsten. Dann gebe ich ihr jetzt Blitz. Das ist in Ordnung. Ist eh egal, wer das hat, ehrlich gesagt. Riecht er dann halt Wasser in der Zeit. Das geht klar. Geben wir auch mal die Max Mana. So oft zauber ich nicht mit ihr. Ich glaube, ich gebe ihr mal das Ausweichen. Tatsächlich. Weil, aber ich sehe gerade, was ich machen kann, Moment. Weil, wenn ich ihr Ausweichen gebe, dann muss sie seltener sich selbst versorgen. Oder kann, vorher das Schönste ist, das Beste ist, wenn sie selber besser ausweichen kann als Heiler,
kann sie schlechter unterbrochen werden vor der Heilung, wenn sie vorbereitet. Und das könnte relevant sein. Das wird relevant sein. Das könnte nicht nur relevant sein, das wird relevant sein. So, 15%ige Chance auszuweichen. Das klingt doch gut. Und das hier noch mit als Feuerschutz. So. Gut, Fähigkeiten haben wir auch noch ein bisschen. Wir wollten hier jetzt in diese Richtung fokussieren, genau. Bald haben wir Hieb alle. Da freue ich mich schon drauf. So, du solltest die Heilung 2 anvisieren. Und du solltest die Monsun 2 anvisieren. Gut. Okay, ist die Zeit aus? Haben wir eine gute Folgenzeit erreicht? Oder machen wir noch ein bisschen weiter? Nö, es reicht eigentlich, würde ich sagen. Ist noch ein schöner Punkt zum Aufhören. Wir haben nicht nur das Dorf befreit mittlerweile, sondern auch noch die Quests im Dorf erledigt, so wie mir das scheint. Das heißt, jetzt bleibt uns ja eigentlich nichts anderes übrig, als nach links zu ziehen, richtig? Ich denke schon. Wir werden jetzt nach links ziehen müssen. In diesen Wald, wo dieser Bogenschütze war, den jetzt abschießen kann. Wahrscheinlich heißt das einfach, dass er einen Schaden machen kann, bevor er in Reichweite kommen muss. Das ist interessant. Und gefährlich. Ich sollte mich echt nochmal heilen. Ein bisschen. Gar nicht so viel AP nach den ganzen Kämpfen. Aber ich würde sagen, euch danke ich fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es weitergeht. Ich gucke mal kurz, wie wir einen Quicksave hinkriegen. Deswegen gehe ich kurz in den Brunnen. Und wieder raus. Weil ich glaube, der Quicksave immer, wenn ich Gebiete, genau, Gebiete überschreite. Sehr gut. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bye, bye.